was geht? Heute hier mit Lars, dem Riesenbaby. Hallo Leute. Leute. Hallo, ich bin's, das Riesenbaby. Lars hat mir tatsächlich ein Spiel hier gezeigt und es geht hier darum, einfach viel zu essen und gesund zu sein als Baby und gesund sein nicht unbedingt, ne? Aber du hast es schon mal gespielt, Lars, gell? Ja, yeah, ich habe gespielt, ich bin Profi. Ah, okay, alles klar, weil das Ding ist, ich habe es nämlich noch nicht gespielt, ich kenne mich da noch nicht aus, aber Lars hat mir schon ein paar Sachen erklärt. Lars, wie konnte man nochmal, man kann Tab drücken, um ein Upgrade zu machen? Genau, dann kannst du Upgrades machen, ja. Okay. Und dann kann ich hier rollen. Curl up into a ball. Ah, okay. Damit kann ich schneller laufen. Aber du musst aufpassen, es gibt so einen Staubsauger, der dich jagt, ne? Ein Staubsauger, der einen jagt? Ja. Zu Hause, oder was? Ja. Oh, muss aufpassen, der rutscht da rum. Staubsauger. Und es gibt noch irgendwie so böse Kinder. Ja. Okay. Es gibt noch draußen böse Kinder, die dich jagen. Autos können dich umfahren. Was? Ich kann ja von allem sterben. Und dann gibt es noch riesengroße Fische, die hier durch die Weltgeschichte fliegen. Ein Stück Pizza einfach in dieser Toilette drin. Ja, das Beste ist einfach, wenn so ein Toastbrot liegt, einfach so in der Dusche. Ja, Mann, bei mir ist auch hier so Schokolade. Nein, mein Gott, ich auch Staubsauger. Ich glaube, Staubsauger? Ich habe gar keinen Staubsauger. Das ist Robbie. Oh nein, Robbie! Oh, Alter, mich schlägt der auch. Ist der bei dir auch so ein schwarzer Staubsauger-Roboter, so ein automatischer? Yeah. Oh mein Gott. Ja. Hey, warte mal, der hat mich geschlagen und ich glaube, ich habe dadurch sogar Gewicht verloren, kann es sein? Ja, du verlierst irgendwie bei dem Staubsauger, verlierst du nicht so viel. Aber warte mal ab, wenn du rausgehst und da sind diese Kinder, Junge, diese Kinder sind die schlimmsten, wirklich. Die treten dich so weg, die hassen Babys. Aber ich habe jetzt schon 23 LBS. Ah ne, kann ich mir damit was kaufen? Hier! Puking on people scares them. Ey, du musst dir, wenn dich jemand verfolgt, musst du den ankotzen. Soll ich mir das kaufen oder soll ich mir lieber dieses Roll 2 kaufen? Ist Roll 2 gut, Lars? Dann kann man schon mehr rollen, gell? Also, wenn du Roll 2 hast, musst du halt ein bestimmtes Gewicht haben, soweit ich weiß. Was? Okay. Damit du die anderen sozusagen wegrollen kannst, weißt du, was ich meine? Was? Man kann die wegrollen? Weil man dann so groß wird? Dass du die so platt machst, weißt du? Aber warum sind wir nicht in dem gleichen Zuhause eigentlich? Keine Ahnung, weil du nicht mein Bruder bist? Gugugaga! Kommst du etwa aus einer anderen Familie? Ich bin nicht mein Bruder! Oh, Alter! Staubsauger! Lars, man kann auch springen, währenddessen man rollt, gell? Woo! Ja, aber du bist dadurch nicht schneller, falls du darauf hinaus willst. Oh mein Gott, ich hab so richtig viel Essen in meinem Haus. Hey, bei mir ist auch nochmal noch. Oh, Alter, ich hab. Oh Gott, das ist eine ganze Torte einfach. Oh, Baby. Soll ich mir dann Roll 2 holen? Hol dir den Rolls-Royce. Soll ich mir den Rolls-Royce holen? Oder soll ich mir lieber dieses Kotzen holen, damit ich die Leute wegkotzen kann? Kann ich dann auch den Staubsauger so ankotzen? Keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert tatsächlich. Du hast noch nicht gekotzt? Okay. Doch, kotzt habe ich schon mal. Aber, gekotzt habe ich schon mal. Alles klar. Ach, guck mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier in der Dusche... hier in der Dusche liegt ein Keks. Sehr geil. Das ist ja überkrass, Junge. Dieser Staubsauger, der kennt ja gar nichts. Das ist absolut... Lauf! Oh mein Gott. Da gibt's auch diese Leute, die so mit diesem Föhn, weißt du, mit diesem großen... Hier, komm schon hoch. Komm schon hoch. Yeah! Ich hab schon... Oh mein Gott, man kann hier durch die Wand gucken. Das Spiel ist mega buggy, kann es sein? Ja, brutal. Man kann sogar so... Ich esse gerade durch die Wand, Lars. Kannst du einfach bei deinen Nachbarn sozusagen ins Haus einfach rollen und kannst denen ihre Sachen essen. Die haben überall Lebensmittel. Komm schon, gib mir den Cupcake. Nee, den Cupcake krieg ich nicht. Man kann zum Nachbarn rollen und... Aua! Oh Mann! Staubsauger! Dieser Staubsauger ist so brutal! Was ist das? Der schlägt ja einen total! Warte mal, ich hol mir jetzt dieses Puke. So, jetzt reicht's mehr. Right, Maus! Komm her! Ha, right Staubsauger. About now! The sun's so brother! Oh, Alter! Oh mein Gott! Was ist das für eine Riesenkugel? Ah, die sorgt dafür, dass der dann weggeht. Wie viel Gewicht hast du schon? Ich habe jetzt gerade 30,79, aber ich habe mir gerade noch Puke gekauft. Bist du etwa ein dickes Baby? Ich bin schon fake, auf jeden Fall. Du weißt schon, dass es darum geht, das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Dass wir so groß wie möglich werden müssen, gell? Ja, und du musst mich fressen oder ich dich. Oh mein Gott, wir müssen uns später fressen gegenseitig? Ah, oh, isst den Burger! Ja. Wir müssen jetzt so viel essen, wie wir können, deswegen würde ich dir nicht empfehlen, Der Staubsaugerroboter geht gar nicht weg, obwohl ich ihn angekotzt habe. Hier, geh weg!
Hier, geh weg, Mann. Alter, kommt doch viel raus. Ich hab den ganzen Raum hier voll gemacht. Oh Gott. Ist auch so Gelee irgendwie, ne? Ja, aber das ist so Gelee-artig. Ich schwör's dir, dieser Roboter lässt mich nicht in Ruhe, Lars. Ja, das ist okay. Auch der böse Staubsauger. Oh mein Gott. Alter! Mann, hör doch auf, ey! Ich muss halt sagen, ich habe das Spiel richtig professionell schon gespielt. Ich bin Dings. E-Sportler. Oh, da ist noch ein Lutscher. Du bist in diesem Spiel einfach E-Sportler. Ja, wir müssen uns jetzt mal treffen. Wo treffen wir uns denn? Du weißt, dass ich dich schon futtern kann, ne? Oh glaube ich. Ich würde es nicht. Ich würde es nicht drauf anlegen, sich mit dem Boss-Baby zu treffen. Aua! Alter, das Alter, ich backe! Den interessiert es ja mit dem Kotzen gar nicht. Der geht ja dann gar nicht weg. Alter! Lars, der hört gar nicht mehr auf. Mit dem Kotzen. Hä, kann man auch Müll essen? Ja, noch nicht, aber ich glaube bald. Ach so, wenn man groß genug ist. Oh mein Gott. Wo bist du denn, du alter Fisch? Ich bin bei so zwei Leuten mit so Laubgebläsen, die viel zu krass sind. Weil die diese Laubgebläsen sind so OP, ne? Alter, die sind viel zu OP. So, ich bin jetzt bei 44. 46, ich brauche noch 4. Komm schon. Ich möchte gerne das Rollen 2 kaufen, Lars. Ja, damit kannst du dann ab 100 LBS, also ab 100 Pfund, kannst du dann und die anderen wegstoppen. Was ist Hand? Gain enough Fat? Okay, Alter, 25.000 Fett braucht man, um Hand zu bekommen? Was ist Hand? Das ist, glaube ich, da kriegst du so rote Augen. Das habe ich auch schon geschafft. Aber ich habe gedacht, das ist halt für Multiplayer ganz interessant. Ah, warte mal. Das heißt, das Rollen bleibt jetzt erstmal gleich, aber ich kann, wenn ich dick genug bin, andere Leute anrollen. Ja. Ach so. Und wo bekomme ich jetzt noch eine Riesenladung? Warte mal, wir müssen uns jetzt treffen. Allein, allein. Aua! Alter, wir ich muss voran! Aua, 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 aua. Okay, relax. Aua! Oh mein Gott, hör mal auf. Oh, ich sag, oh doch, Gott, das Junge, mit dem Ankotzen funktioniert. Ja, ja, du musst halt nur, man muss treffen. Ja. Man muss diesen Strahl sozusagen richtig treffen. Der Junge, Alter, der hat mir gerade... Oh, das ist ein Supermarkt. Aua. Lars, das ist ein Supermarkt. Ja, ja, ich gehe auch gleich zum Supermarkt. Oh yeah, ich glaube, bald wird richtig gefuttert. Oh yeah. Okay, aber erstmal muss ich sicher über die Straße kommen. Weg mit dir. Alter, Alter, Alter. Aua, Alter. So. Wie die da... Alter, der verprügelt mich einfach so. Hallo. Oh, ist das ein Arsch. Schon sehr, sehr nervig, oder? Ja, Mann, Alter, der hat mir einfach gerade so drei Bomben so gedrückt. Aber die Erwachsenen tun einem nichts, eine gell? Babybombe. Ja, Mann. Alter, Staubsauger. Nee, die Erwachsenen machen nichts. Aber wenn du ein Kind an einen Erwachsenen jagst... Alter, so wie kann ich denn dieses, Oh, Mann, hör doch auf! Lars, wie kann ich dieses Spucken denn upgraden? Es gibt, glaube ich, nichts Krasses zum Upgraden. Der Typ lässt mich nicht in Ruhe! Bitte der nicht! Der kickt einen durch die komplette Weltgeschichte, gell? Oh Gott. Oh, ich hab's gleich. Okay, relax. Alter, das ist so krass, aber ich bin im Laden drin, Lars. Ich bin im Laden ja, und ich sehe da vorne auch irgendwo noch einen Laden. Okay, wenn man irgendwo hochgeht, dann lassen die ja einen schon in Ruhe. Oh ja. Oh, Lars, ich spür's schon. Ich werde größer, glaube ich. Ich bin schon größer. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Ich spüre irgendwas Warmes. Oh ja, Lars. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt... Also, wie groß muss man sein, damit man andere Leute überrollen kann? Ich glaube, 100 LBS ist es. 100 LBS? 100 ah. Pfund und dann kannst du andere wegrollen. Aber ist es nice, wenn man groß ist eigentlich? Ja, ja, oder? Ja, wenn du richtig groß bist, dann hast du keine Probleme mehr. Ich würde dich aber gerne mal sehen, wie groß du bist. Der Typ ist unsichtbar. Ja, ja, im Laden, gell? Ja, im Laden werden die unsichtbar. Ja, ja, ich weiß. Das hatte ich bei mir in der Folge auch. Oh Gott. Übrigens, Leute, falls ihr mehr von diesem wunderbaren Spiel sehen wollt, Lars hat das auch schon aufgenommen. Lasst euch das also nicht entgehen. Aua! Alter, ich komme da nicht ran. Der ist auf der anderen Seite des Ladens. Und wenn ich da dran gehe, dann schlägt er mich einfach. Man kommt aber auch nicht an die oberen Sachen so leicht ran. Doch, komm, Mann. Ich fahre jetzt mal durch die Stadt. Oh, nee. Das ist wie so ein dummes Kind. Hau ab! Oh nein, dieses Kind! Aber das Kind kannst du schon gut wegschrecken, wenn du den Skill geskillt hast. So. What a nice Skill. Weißt du, was voll dumm ist bei diesem Spiel? Es ist einfach... Oh, Alter, ich kann jetzt schon kleine Müllsäcke essen. Oh yeah. Warte, ich bin auch gerade am Müll essen schon. Müll! Müll essen! Das ist so dumm. Alter, was passiert mit meinen Armen?
Oh Gott. Junge, komm mal her, hier nochmal den Donut reingeflitzt. Dieses Spiel ist so dumm, Mann. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh. Aber eigentlich sau das geile Spielprinzip. Aber Lars, ich bin schon, ich glaube schon, dass ich größer bin als du. Echt? Ja. Ich weiß nicht, wie viel LBS hast du denn? Das ist ein Betriebsgeheimnis. Am Ende wird sich dann herausstellen, wer hier wen frisst, Mann. Also ich bin eigentlich schon, glaube ich, groß genug, um Leute zu überfahren. Alter, ich bin so groß schon. Ja, Alter, dieses Müllfutter, das ist richtig nice. Ja, Müll gibt richtig viel. Oh, Müll ist richtig nice, Mann. Das will ich. Oh, ich sehe dich. Ich sehe dich, Mann. Ich habe dich gesehen. Warte mal, wenn man von einem Auto überfahren wird, verliert man da auch Fett? Nee, ne? Ja, doch. Echt? Doch. Oh Mist. Ich bin aber, glaube ich, ich bin schon richtig groß. Ich bin auch too fail to lose. Too big to lose. Ah, du bist hier am Ende der Straße, ne? Ja, dann müsste ich jetzt eigentlich rechts von dir sein. Ja, gell? Wo bist du denn? Ich hab dich kurz gesehen. Ich hab dich ganz kurz gesehen. So, oder? Ich geh mal hier lang. So, oh ja. Da gibt's noch. Aber die kleinen Esssachen, die bringen einem gar nichts, oder? Oder wenn man größer wird, zählt es mehr. Nee, das bringt dann auch weniger. Hör ich hier gerade eigentlich ein Gewitter irgendwo im Hintergrund? Das bin ich, Mann. Du bist das Gewitter? Ich weiß nicht, wenn du im Park bist gerade. Weil ich bin gerade im Park. Ich glaube, das bin ich selber, den ich höre. Ich habe schon so gigantische... Oh mein Gott, wie klein bist du bitte? Wo bist du? Was bist du denn für ein Noob? Oh mein Gott. Du bist ja winzig klein. Oh mein Gott. Was bist du denn für ein Noob? Einfach so ein kleines Baby, gell? Du hast halt eben schon diesen... Ey, lass mir auch ein bisschen Müll übrig. Ich lasse die kleinen Säcke übrig. Ich habe so einen dicken Hinter, Mann. Ab wann kann man denn diese großen Müllsäcke essen? Es dauert noch ein bisschen. Echt? Kannst du die schon essen? Oh mein Gott. Ja, ich kann die schon essen. Dann gehen wir aus dem Weg, sonst fresse ich dich nämlich nur aus Versehen. Alter. Ja, man merkt, du bist schon ein Riesenbaby, ne? Kennst dich schon mit den Riesenbaby-Sachen aus. Riesenbabys machen Riesenbaby-Sachen. Bei wie viel LBS bist du, dass du so riesig bist, Lars? 2000. 2000? Ja. Wo hast du den ganzen Müll? Alter, ich hab grad einen Menschen überfahren. Ich hab einfach keine Skills gekauft, das ist nämlich der Trick. Ah, du hast gar keine nämlich, Skills wenn gekauft. Wenn du dich nämlich die ganze Zeit, ja, das ist nämlich der Trick, wenn du einfach die Müllsäcke, beziehungsweise wenn du die Sachen frisst von Haus zu Haus, dann brauchst du auch keine Skills. Und dann kannst du die Häuser erst plündern und dann kannst du später hinter die Häuser gehen und die Müllsäcke schon essen. Ah, du hast so einen Speedrun hast du gemacht, gell? Ja, genau. Also, aber ich bin aber jetzt das auch war nur, das war auch das erste Mal. Ich habe das jetzt erstmal probiert, wie das ist. Oh Gott, diese kleinen Jugendlichen, die hören auch nicht. Ah, man kann sogar rauszoomen, ich Vollidiot. Ich habe die ganze Zeit so nah rangezoomt gespielt, Alter. Ja, dann musst du die ganze Zeit tipp, bis er das wieder frisst. Ja, jetzt kann ich auch ein bisschen besser sehen, wo ich jetzt noch was essen kann. Oh ja, ich kann jetzt auch die großen Müllsäcke essen. Ich bin jetzt ein großer Junge. So, jetzt mache ich aber was richtig. Oh Mann. Kann man auch Menschen essen? Ich will Menschen essen. Warte, oh mein Gott, da bist du. Okay. Nein, geh weg. Aua! Ich mache jetzt die Bäume kaputt. Kann man auch Bäume essen? Oh Roman, ich glaube, du wirst gefressen, Mann. Ja, aber warte. Was denn? Wie soll ich denn jetzt noch weiter wachsen, wenn ich keinen Müll finde? Es gibt doch noch Müll. Der kommt immer wieder hier hinten zum Beispiel am Torausgang. Stimmt. Der spawnt immer wieder. Ich hätte nicht mit dir spielen sollen. Du bist ja schon ein richtiger Pro-Gamer in dem Spiel, Mann. Ich habe das Spiel 40 Minuten oder sowas gespielt. Ja, aber 40 Minuten länger als ich. Ja, gut. So. Puke 2. Alter, man kann Leute mit Kotzen jetzt einfach töten. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Okay, ich habe was. Ich habe was ich jetzt machen kann. Guck mal, wenn ich jetzt den da ankotze, dann sollten die Leute jetzt eigentlich... Lol, Alter, die Leute sterben einfach von diesem Saft, den ich da schmeiße. Okay. Kann ich auch dieses Auto... Ich werde jetzt darauf hinarbeiten. Man kann so Autos schmelzen, Lars. Echt jetzt? Ja, das Mann. Das kannte ich noch nicht. Doch, Mann, wenn du Kotzen auf 3 geskillt hast, kann man ein Auto einfach so schmelzen und danach kann man das essen. So, da in der Ecke ist auch nochmal... Jetzt bin ich bei 2000 LBS. Kann ich damit jetzt schon so größere Sachen essen? Guck mal, also da ist so ein Baum vielleicht? Nee, too big. Der Baum ist immer noch too big für mich. Ja, aber du kannst ihn überrollen, das ist gut.
Du musst den überrollen, dafür kriegst du auch schon Punkte. Dafür kriegt man auch schon Punkte, wenn man den nur überrollt? Ja. Oha. 100 Stück kriegst du, glaube ich, pro Baum. 100 Stück pro Baum? Alter, Junge, du bist so riesig. So, ich glaube, wenn ich den Hunting-Mode mache, dann kann ich dich fressen. Den Hunting-Mode? Kannst du so einen Jagdmodus anmachen? Ich glaube schon, ja. Hunt. Aber ist Bäume eigentlich das Beste, was man so zerhauen kann? Ja. Aktuell. Aktuell. Achso, warte mal. Bedeutet das etwa, dass man später noch mal ein bisschen mehr hier nee, ich glaube, Bäume ist es, glaub Bäume ist das Höchste. Echt? Kann man nicht Häuser machen? Okay. Alter. Aber ich bin jetzt auch schon ein großer. Oha, ich habe jetzt aber auch schon 4000. Bei wie viel bist du, Mann? Du bist schon bei 11.000, gell? Ich bin bei 18.000. Bei 18.000? Oh mein Gott. Ich würde mal trotzdem mehr gerne ein Auto essen. So. Da kommt doch jetzt eins. So. So. Das ist jetzt kaputt gegangen. Und jetzt rolle ich darüber und isst es. Nee, can't eat too big. Nee, aber jetzt geht's doch. Okay. Ja, doch, man kann auch. Ich kann kein Auto essen. Ich kann es nicht essen. Du musst es erst so zersäuren, so, dann ist es kaputt. Und dann, wenn es kaputt ist, rollst du rüber. Doch, und du kriegst 1000 für eins. Du kriegst fast 1000 Punkte, wenn du ein Auto isst. Oh mein Gott, die sind ja richtig lecker. Aber mit dir lerne ich immer noch mal was Neues. 23.000 habe ich. Du. Gibt's noch Autos? Nö. Nee, ne? Ich habe alle aufgegessen. Okay, wow. Lars. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt verstanden. Und ich glaube, ich muss mich besiegt geben. Du scheinst der Babygott zu sein. Wir haben der alles. Babygott. Oder warte mal. Hast du 25.000 Fett? Noch nicht. Ah, kannst du den Hunting. Der Erste, der in den Hunting-Mode geht, meinst du? Ich glaube, ich schaff's aber gleich. Noch bisschen. Oh, bist jetzt du schon im Hunting-Mode? Soll ich reingehen? Ja, wenn du den hast. Warte, aber ich möchte schon gerne zusehen, wenn du da reingehst. Okay, warte. Warte, bleib da. Guck mir zu. Warte, ich brauche eine gute Kameraeinstellung. Okay. Ich sehe dich. Hey, ich bin bereit. Gehst los. Oh mein Gott, Junge, deine Augen. Nein! Du hast mich getötet. Alter, das ging voll schnell. Ja, Mann. Alter, sieht richtig gruselig aus. Oh mein Gott. Ist das funny. Okay, Leute, das war dieses verrückte Babyspiel. Ihr habt es euch gewünscht. Junge, das ist ja voll crazy. Alter, das ist einfach der Hunting-Mode. Okay, Leute, wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Lars vorbei, der hat auch eine Folge gedreht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss.